Schuss! Ich hab dich gesucht, Space Marine! Du hast etwas von mir! Nicht dein fucking Ernst, oder? Ah ne, stimmt ja. Ich packe mal trotzdem mal kurz die Maus in der Hand, weil... Warum hat sie nicht funktioniert? Verdammter Drogan. Traue niemals der Inquisition. Ja, glaube ich auch. Durchhalten, Ultramarines. Mit ein paar Orks werden wir fertig. Niemals der Regierung trauen. Space Marine! Sollte das wehtun? Das tut weh. Dämonen! Wie ist das möglich? Hast du jetzt neue Freunde, Space Marine? Die hätten ihn wenigstens umbringen können, aber nein, er fliegt nur runter. Inquisitor! Zurück! Wie heldenhaft! Drogan! So ein mieser Verräter. Ich habe dir gut gedient, Lord Nemeroth. Verräter. Verräter. Krepier. Ich verstehe. Mein Diener hat das getan, was ich gehofft hatte, und mehr. Aber er hätte es ohne euch nie geschafft. Captain Titus. Dank dieser tapferen Space Marines konnten wir in diese Realität eindringen. Schlauer Narr. Du scheinst überraschenderweise in der Lage zu sein, meiner Berührung standzuhalten. Titus von den Ultramarines. Und der des Warp. Was meinen Diener über die Maßen beeindruckt hat. Du glaubst, der Inquisitor ist ein Verräter, aber Drogan war schon tot, bevor du ihn das erste Mal getroffen hast. Du wurdest nur benutzt von meiner Marionette aus Fleisch und Blut. So leicht bringt mich keiner um. Tja, da haben wir wohl einem Verräter gedient. Wir müssen raus. Zum Aufzug! Und jetzt erwarten uns neue Feinde, und zwar diese netten Chaos-Dämonen.
die nicht gerade wirklich sehr nett sind, denn diese sind super schnell manchmal, können sein. Ihr habt da gerade gesehen, wie sie meinem ersten Schuss ausgewichen ist. Ich weiß nicht, ob das mit dem Vergelterwerfer auch geht. Naja, egal. Du bist mein. Schade, ich wollte ihn eigentlich exekutieren. Schnell rein hier. Teufel aus dem Warp. Hat dieses Monster die Wahrheit gesagt? Haben wir die Chaos-Invasion ausgelöst? Ja. Natürlich haben wir das. Seine Inquisitor-Marionette hat uns vom ersten Moment an manipuliert. Und davor. Der falsche Inquisitor hat das Notsignal gesendet. Das glaube ich nicht, Lernross. Die Not des Mannes. Seine Furcht. Ich glaube, das war der echte Drogan. Im Angesicht des Todes. Und er fand ihn. Aber nicht durch Ork-Hände. Irgendwie waren die Boten des Chaos bereits hier. Huch, warte. Ich bin gerade abgelenkt gewesen. Das Gute ist... Captain? Los, weiter! Das Gute ist, wir müssen uns meistens nur noch um eine Rasse töten, weil die anderen tötet. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell das Teil war? Oh, weg da, weg, 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 weg. Wenn das Zeug explodiert, dann will ich nicht mehr dabei stehen. Ha, dich habe ich noch erwischt, du Sack. Alter, das Teil hat mich... Teile sind auch etwas schwerer zu betäuben. Und da ist es meins. Aber ich glaube, die haben andere Finisher als die normalen. Sind aber auch sehr böse. Mund nehmen. Nein! What the fuck? Vergelter Stalker. Okay, was ist das? Stalker. Ach ja. Stimmt, ein Melter wäre jetzt... Och, legt euch mal um. Ich kann warten. Das ist lustig. Dann du noch. Ja, vielleicht ein paar weniger Lecks oder so. Und ihr. What the... So, jetzt bitte den Boulder wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, so richtig Headshot konnte man bei denen nicht machen. Zum Ausgang! Bewegung! Was glaubst du, was ich vor... Apropos, wo ist der Ausgang? Ach da, große... Oh, große Tür öffnen. Ja! Große Tür öffnen, ja! Streitkräfte des Chaos sind in der Fabrikwerke gelandet. Sie müssen sie aufhalten. Teil 4. Das Licht stirbt. Das Portal. Es wird größer. Wenn es größer wird, kann Nemeroth seine Flotte holen. Dann müssen wir die Verbindung zwischen Warportal und Turm trennen. Sie haben einen Plan. Wir benutzen den Invictus, um den Orbitalturm zu beschädigen. Kann die Kanone des Titanen auf diese Entfernung etwas ausrichten? Wir sollten die Energiequelle zu unserem Vorteil nutzen. Um den Invictus aufzuladen. Wir müssen den Titan erreichen. Also Invictus ist ein... einer der Titanen, über die manchmal gesprochen wurde. Hier diese... super-mega-Waffe.
Aber ich glaube, bevor wir zu dem kommen, werden wir, glaube ich, nochmal getrennt und ich muss den Ork-Boss bezwingen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe heute auch irgendwie nicht so Lust, so richtig lange zu spielen, also... Irgendwas Besonderes? Ah ne, hier war, glaube ich, ein Dings hinter. Und meine Zornanzeige, beziehungsweise was das auch immer ist. Die Anzeige unten ist leer. Keine Ahnung, warum. Dann hat ein Dämon inklusive der Drohne getötet und in den Besitz genommen. Ach nee. Allein konnte der Dämon die Energiequelle nicht an Millionen Orks vorbeischmuggeln. Er brauchte Hilfe. Und wir haben gehorcht. Ja. Ich wurde betrogen. Ich bin schuld, dass das Chaos in diese Welt kam. Ja, bin ich auch für. Was gibt's denn? Was gibt's? Scan abgeschlossen. Adeptus Astartes. Voller Zugriff gewährt. Der stählende Stern. Warte, jetzt kommt die Beschreibung. Dieses uralte Artefakt erzeugt einen persönlichen Energieschild, der die Widerstandsfähigkeit der Energierüstung des Space Marines deutlich erhöht, wodurch dieser selbst den wildesten Angriff standhalten kann. Stählerne Sterne sind so selten, dass nur Captain Tidus der Ultramarines und Company Champions befugt sind, sie zu verwenden. Ich würde ja einfach sagen, scheiß drauf, aber... das ist jetzt natürlich... Ich könnte den Hammer benutzen, aber... So nah gehe ich auch nicht ran. Mun und ich behalte den Melter. Dann können wir mal gucken, ob wir was mit dem Stalker-Bolter aus. Man sollte nur nicht die Aufmerksamkeit. Warte. Sag jetzt nicht, das fängt hier schon mit den. Ah, verdammt. Das fängt hier schon mit den Chaos Space Marines an. Oh nein, die sind scheiße. Die hat... Ich meinte... Ja. Die kann ich überhaupt nicht ab. Zwei Magazine jetzt schon. Wenn ich mal treffen würde. Ja, ich hole mir mal ein neues Magazin. Zwei neue Magazine. Eins ist ja mehr geladen, stimmt. Oder? Okay, das bringt wohl nichts. Hallo, Bolter. Nein, aber ich kann so viel wie möglich aus der Entfernung ausschalten. Aber ich finde mal, die Orks können die Viecher ruhig mal beschäftigen. Ultramarines! Das muss unbedingt noch geändert werden. Smarines! Ach, der ist weg. Solange die mich jetzt hier nicht mit den solange sie mich jetzt nicht mit den Chaos Marines da belästigen. Da muss irgendwas geändert werden. Zum Teufel mit. Hier muss unbedingt noch was geändert werden, irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß, welche Einstellung das ist, welche das hier lecken lässt. Ach, hier. Das geht... Na, okay. Das Schlimme ist ja jetzt diese... Chaos Space Marines. Sind nicht gerade die... leichtesten. Besonders nicht die leichtest gepanzerten. Captain,
Ich muss meine Sorgen zum Ausdruck bringen. Ja, dann gekackt. Dann sprechen Sie. Sie haben erneut die unabgeschirmte Energiequelle gehalten. Und wieder sind Sie unbeschadet davongekommen. Der Codex Astartes warnt, dass Verbündete des Chaos der Berührung des Warp widerstehen. Sie vergessen sich, Ultramarine. Ich nehme diese Warp-Resistenz nicht auf die leichte Schulter. Aber die Suche nach Antworten muss warten, bis wir diese Chaos-Invasion abgewendet haben. Was, wenn es zu spät ist? Leandros, genug. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Alter, ist hier kalt oder so? Ja. Muss unbedingt noch was geändert werden. Aber ein bisschen mache ich jetzt noch weiter. Aber first